Willkommen zum Mittwochsimpuls unterwegs in Haiger. Mein Name ist Sabine Bertram-Schäfer und ich bin Pröbstin in der Propstei Nordnassau. Ich stehe hier in der Kirche in Haiger und will heute mit Ihnen darüber nachdenken, welche Stimmen wir so hören. Es sind viele Stimmen, die wir jeden Tag zu hören bekommen. Welche Stimme habe ich heute schon gehört? Und was hat mir die Stimme gesagt? Bei mir beginnt es morgens mit der Stimme meines Mannes, wenn er mir guten Morgen wünscht. Eine vertraute Stimme, die gut tut. Vielleicht haben Sie auch eine vertraute Stimme, die Ihnen morgens einen guten Morgen wünscht. Dann geht es bei mir meistens mit dem Radio weiter. Ich höre die Nachrichten. Die Corona-Krise, die beschäftigt uns. Und ich hoffe sehr, dass die Zahlen jetzt fallen und die Pandemie bald ein Ende haben wird. Die Kinder und Jugendlichen haben so sehr darunter gelitten. Wir hoffen, dass es im Sommer besser sein wird. Der drohende Krieg in der Ukraine, auch das sind Stimmen, die ich vernehme. Ob die Diplomatie einen Weg zum Frieden findet, ich wünsche mir so sehr den Frieden. Dann höre ich weitere Nachrichten. Am 19. Februar letzte Woche jährte sich zum zweiten Mal der rassistische Terroranschlag in Hanau. 9 Menschen sind gestorben. Es gibt immer noch so viel Wut und Trauer bei den Angehörigen und Freunden. Wie schön wäre es, wenn Rassismus und Antisemitismus ein Ende nehmen könnten. Dafür müssen wir uns einsetzen. Ganz schön viele Stimmen, die da so jeden Morgen an unser Ohr dringen. Und dann gibt es noch das Telefon, das Smartphone. Wir telefonieren und hören viele Stimmen. Oder wir hören Stimmen in Videos über WhatsApp, Instagram und YouTube. Stimmen in der Schule oder im Beruf, die uns den ganzen Tag begegnen. Aufträge, Informationen, Aufgaben und Besprechungen. Waren vielleicht auch Stimmen dabei, die mir wehtaten, die mich verletzt haben? Stimmen, die eine traurige Nachricht an mich weitergaben? Oder waren es überwiegend gute Stimmen? Jetzt möchte ich in die Kirche hineingehen und sehen, welche Stimme ich dort höre. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen, und ein altes Herz, Danken zu verstehen. Gott, gib uns Mut, uns für Wege zu gehen. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen, und ein altes Herz, Danken zu verstehen. Gott, gib uns Mut. Das Wort aus der Bibel, das uns diese Woche begleitet, heißt: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Es ist eine andere Stimme, die wir hören dürfen. Es ist Gottes Stimme. Heute und jeden Tag können wir auf Gottes Stimme hören. Gottes Stimme spricht vom Frieden. Gottes Stimme spricht von der Liebe. Gottes Stimme ist voller Zuversicht und Hoffnung. Auf diese Stimme möchte ich hören. Dann verändern sich die anderen Stimmen, die ich sonst noch den ganzen Tag höre.
Ich höre alle Stimmen, die ständig an mein Ohr kommen, dann aus einer anderen Perspektive. Ich höre die Stimme von Gottes Frieden und reagiere auf die Stimmen von Unfrieden, Kriegsandrohungen, Hassmails und Rassismus mit eigenen Worten und Gebeten zum Frieden. Ich höre die Stimme von Gottes Liebe und spüre, dass die lieblosen Stimmen, die mich erreichen, keine Kraft mehr haben. Und ich höre die Stimme von Gottes Zuversicht und Hoffnung und wende mich den Menschen zu, die traurig, verzweifelt und verzagt sind. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Gottes Stimme können wir hören, hier in der Kirche, in einem Gottesdienst zum Beispiel. Oder in der Bibel, wenn wir darin lesen. Oder im Gebet, alleine für mich oder mit anderen in der Gemeinschaft. Ich kann Gottes Stimme auch spüren und hören, wenn ich im Gespräch mit anderen Menschen bin. Oder in der Stille. Wie gut tut die Stille oft. Oder in der Natur. Gottes Stimme ist zu hören, überall und so vielseitig. Lassen Sie uns auf Gottes Stimme hören und so in unsere Tage gehen. Und so möchte ich ein Gebet mit uns sprechen. Du sprichst uns an, Gott, auch hier und heute. Deine Worte suchen unser Ohr und unser Herz. Danke, dass dein Geist uns hilft zu hören. Wir vertrauen darauf, dass er uns auch hilft, wenn wir dir antworten, wenn wir beten, wenn wir singen, reden und handeln. Stärke dieses Vertrauen durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Im Gesangbuch finden wir ein Lied, das ausdrückt, was Gottes Wort bewirkt. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. So lassen Sie uns auf Gottes Stimme hören.